gar nicht so langer Zeit gab es eine große Flüchtlingswelle, die Deutschland erreichte. Große Menschenmassen, darunter auch unbegleitete Minderjährige, machten sich auf den Weg nach Deutschland. Die meisten flohen vor Krieg und Verfolgung. Damals war man nicht gut auf diese großen Menschenmassen vorbereitet und überfordert mit der Gesamtsituation. Rund 2200 Menschen kamen 2014 allein nach Bremen und suchten dort Asyl. Im Jahr darauf kamen 10.300 Flüchtlinge, davon waren ca. 2.700 unbegleitete Minderjährige. Die Zahl der Flüchtlinge, die zu uns kamen, ist dann aber stark zurückgegangen. Nur noch 2.600 neue Flüchtlinge kamen 2016 nach Bremen. Die meisten Flüchtlinge, die in Bremen Asyl suchten, kamen aus Nordafrika oder aus Ländern wie Syrien, Afghanistan oder dem Kosovo. Ob die Verteilung der Flüchtlinge immer fair und gerecht zugeht, kann man nicht genau sagen. Klar gibt es Stadtteile, in denen nicht so viele Flüchtlinge untergekommen sind, wie zum Beispiel Schwachhausen, Findorf oder die östliche Vorstadt. Aber dies liegt nicht immer an mangelndem Engagement, sondern größtenteils an fehlenden Mitteln. Es gibt nicht so viele Freiflächen und Leerstände, hier in denen die Flüchtlinge ein Zuhause finden würden. In Oberneuland und auch in Hornlehe standen zu Hochzeiten Zeltstädte. Mittlerweile sind diese wieder abgebaut und Anteil wieder gesunken. In Stadtteilen wie Mitte, Woidmarshausen und der Neustadt sind überdurchschnittlich viele Flüchtlinge untergekommen. Hier werden zum Beispiel leere Bürogebäude genutzt. Die Flüchtlingskinder haben natürlich genauso das Recht auf Bildung wie andere Kinder, die aus Deutschland kommen. Für sie gilt auch die bestehende Schulpflicht. Zuerst kommen sie in die sogenannte Vorklassen, in der sie erst einmal Deutsch lernen. Wenn sie die Sprache beherrschen, kommen sie in eine normale Klasse. Insgesamt wurden 2015-2016 ca. 1000 minderjährige Flüchtlinge an Bremer Schulen gemeldet. Erwachsene Flüchtlinge dürfen arbeiten, sobald ihr Asylantrag genehmigt wurde. Während ihrer Suche nach einem geeigneten Job steht ihnen genauso wie allen anderen die Grundsicherung Hartz IV zu. Experten gehen davon aus, dass es noch ein paar Jahre dauern wird, bis sie sich vollständig in die Arbeitswelt integriert haben. Am Ende kann man also sagen, dass jeder Flüchtling es verdient hat, gut aufgenommen zu werden. Denn niemand flieht ohne Grund aus seinem Heimatland. Und die meisten haben dort schon zu viel Leid ertragen müssen. Deswegen sollten wir helfen, wo wir können.